Also, wir müssen mit Sigurd sprechen und ich glaube, dafür müssen wir in unsere Siedlung. Oh weia. Ich frage mich, was das gerade wird. Oh Gott, oh Gott. Ich habe irgendwie Angst. Vielleicht war das mit seiner Frau doch so keine gute Idee, wenn er jetzt ziemlich mächtige Kräfte hat. Machst du da? Oh weia. Ja, Sigurd, zurück an deinen Platz. Wie hab ich dich vermisst, Bruder? Mich vermisst, ja. Das glaube ich gern. Was? Du hast dir ganz schön Zeit gelassen. War das der Grund? Hat es dir gefallen auf meinem Thron? Ich tat, worum du gebeten hast. Und alle Zweifler hast du getötet. So ist es nicht gewesen. Randvi, sie wird es dir sagen. Ah ja, wird sie? Meine liebe Frau. Ein Geschenk ihres Clans, um meinen Ehrgeiz zu zügeln. Ja, sie wird mir ganz sicher die Wahrheit sagen. Was hat dir die Droh der Völke angetan? Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich gesehen habe. Und erfahren. Ein Kind der Götter, das bin ich! Herr des Krieges! Ein römischer Mars! Ich weiß, wer ich bin, kenne mein Schicksal! Du stehst mir nicht mehr im Weg! Bitte was? Bruder, vergib mir. Ich bin müde. Der Tag war lang und es ist viel geschehen. Ich muss raus hier. So ist er schon seit seiner Rückkehr. Kannst du mit ihm sprechen? Ihn beruhigen? Ich versuch's. Hört nur, Gott. Hört! Frohlocket, ein jeder von euch. Heute ist ein Tag zum Feiern. Ach. Unser Jarl ist zurück. Lasst uns heute Nacht trinken und essen, um seine Rückkehr gebührend zu ehren. Und nun werde ich euch mit einem... Randvi, Sigurd hat so viel durchgemacht. Hab Geduld mit ihm. Natürlich. Ich kann mir die Grausamkeit dieser Völker kaum ausmalen. Trotz ihrer Boshaftigkeit schien sie, ihn zu mögen. Ich weiß, wie seltsam das klingt. Wie meinst du das? Sie behauptete, ihn zu kennen und zu bewundern. Sie sagte, er wäre größer, als uns klar sei. Trotz allem folterte sie ihn an den Rand des Wahnsinns und fast zu Tode. Ich verstehe nicht, wieso. Irgendwann wird sich Sigurd erholen. Und dann wird er vielleicht darüber sprechen. Bevor es soweit ist, solltest du besser alle Gedanken über uns für dich behalten. Natürlich. Es ist nicht die richtige Zeit. Ich fühle weder Schuld noch Reue für das, was wir getan haben. Aber wir sollten vorsichtig sein. Du hast recht. Danke. Vergiss nicht, egal wie weit wir voneinander entfernt sind, ich denke an dich. Ich weiß. Mir geht es genauso. Oh, weia. Also wenn das rauskommt, der wird explodieren. Basim, gesellst du dich zu uns? Ich werde sicher bald feiern. Doch heute Nacht fühle ich Schwermut. Ich möchte lieber hier allein meinen Gedanken nachhängen. Ich verstehe. Nimm dir Sigurds Stimmung nicht zu Herzen. Er sprach voller Wärme von dir auf unserer Reise. Er vertraut dir noch immer viel mehr, als er auszudrücken vermag. Wir vertrauen einander. Ich weiß. Genieße das Fest, Eivor. Ja, ich will gerade erstmal Sigurd finden. Sigurd hin. Spähe für mich in die Ferne, Sünen. Oh Gott, das hier lässt mir keine Ruhe mit dem. Ich weiß nicht, was los ist. Aber das gerade habe ich nicht erwartet. Und ich habe gedacht, okay, der weiß jetzt, was passiert ist.
Aber irgendwie wusste er es noch nicht. Und da sitzt er. Da bist du ja, Bruder. Zum Friedhof. Seine Stimmung ist düster. Was machst du hier draußen? Ich habe dich gesucht. Sein Arm. Sigurd. Dag starb im Kampf um meine Ehre? Das dachte er. Dann war er ein Narr. Meine Ehre muss nicht verteidigt werden. Sie ist unerschütterlich und ungetrübt. Ich bot ihm einen Ausweg an, aber... Lass die Vergangenheit ruhen. Zwischen damals und heute liegt ein Graben so tief wie der Tod. Ich wurde geprüft, Eivor. In einem Schmelztiegel aus Blut und Feuer. Und in meinem Schmerz wurde ich neugeboren. Du denkst, ich sei nicht mehr so groß wie zuvor. Doch das stimmt nicht. Ich bin noch größer. Mein Geist ist eine Quelle der Vorhersagungen. Visionen, die mir zeigen, wer ich bin. Allein dafür bin ich für all mein Leid dankbar. Sigurd, ich möchte es verstehen. Aber all das, was du sagst, ergibt wenig Sinn. Basim sah all das in mir. So wie auch Fulke. Sie war grausam, aber sie hat die Wahrheit gesagt. Ich bin mehr als der Mann, der ich war. Mehr als die gebrochene Gestalt, die vor dir steht. Sieh genauer hin, Eivor. Sieh mich an. Sieh selbst, was sie in mir gefunden haben. Siehst du es? Meine wahre Größe. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Sieh, das ist das Gesicht eines Gottes. Ich sehe nur meinen Bruder und ältesten Freund, der wieder dort ist, wo er geliebt und verehrt wird. Da, wo er hingehört. Du bist gütig, doch dein Blick wird von einer Vergangenheit getrübt, die ich nicht länger sehe. Unsere Wege haben sich getrennt. Geh. Ich möchte allein sein. Geh zurück zu meinem Fest und betrinke dich. Feiere für mich die Tage, die uns erwarten. Oh, weia. Ich habe irgendwie eine ganz böse Vorahnung, was passieren wird. Ganz böse. Und ich hoffe nicht, dass die eintrifft. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die Vorkunde. Ja. Das können wir machen. Oh Gott, ich weiß trotzdem nicht. Nun gut, gehen wir mal zu Randvi. Wie schön, dich zu sehen, Liebling. Alter! Randvi, das kannst du nicht machen! Der Bruder ist zurück! Und Haytham steht hier dahinter. Alter! Was geschah gestern? Du und Sigurd seid während des Festmahls verschwunden. Und bei unserer Rückkehr ging er gleich in unsere Stube, ohne ein Wort. Wir haben geredet. Ich hatte so viele Fragen und er nur wenige Antworten. Ich wünschte, ich könnte mehr sagen. Meinst du, Sigurd weiß es? Das von uns? Ich denke nicht. Er hätte etwas gesagt. Sigurd will mir die Schuld an jedem Unglück geben, das ihm widerfuhr. Doch seine Rettung rechnet er mir nicht an. Ich verstehe es nicht. Und doch spricht er mit dir. Mich bedenkt er mit eisernem Schweigen. Also, was nun? Das ist für Suits Sechse. Wir brannten es nieder, um meinen Mann zu retten. Doch ist er kaum noch der Mann, nach dem wir suchten. Wohl wahr.
Oh, da sind zwei hinzugekommen. Da sind zwei Sachen hinzugekommen, okay. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Ja, meine Stimmung ist gerade auch etwas anders als sonst. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach mal das hier. Ich denke, das ist das Beste, was wir jetzt machen können, oder? So, ich gehe mal hier runter und dann werden wir uns da um die Sache kümmern. Ach ja. Ja, hier war das Julfest, oder? War das Julfest? Hallo. Bereit, Segel zu setzen? Flussraubzüge. Flussraubzüge sind eine größere Herausforderung als gewöhnliche Raubzüge, bieten aber auch die Chance auf neue Ausrüstung, Waffen und ausländische Güter, mit denen du deine Jum-Wikinger-Salle ausbauen, das Flussraubschiff verbessern oder bei Wagen kosmetische Entwürfe erwerben kannst. Aber vorsichtig. Wenn du während eines Flussraubzugs stirbst, verlierst du alles, was du bei diesem Raubzug erhalten hast, auch deinen Fortschritt. Das bin ich. Auf zum Raubzug. Wir machen den ersten Ausflug mit meiner Besatzung. Das erleichtert es mir, dir zu zeigen, was es am Flussufer alles gibt. Später kannst du gern deine eigenen Joms-Wikinger auf diese Reise schicken. Meine könnten etwas Ruhe vertragen. Okay. Echse. Dieser Fluss ist auf keiner Karte verzeichnet. Nur wenige wissen ihn zu befahren. Bogen bereit machen! Aber die Joms-Wikinger kennen seine Strömungen. Eine alte Freundin erzählte mir, die Römer hätten diese Wege zum Schmuggeln benutzt. So konnten sie wohl gut ihre Spuren verwischen. Tatsächlich sind sie so gut versteckt, man könnte seine Nachbarn ausrauben, ohne je verdächtigt zu werden. Denk mal drüber nach. Sieh mal! Dorfbewohner! Die horten natürlich keine Schätze, aber wenn du Mahlzeiten für deine Mannschaft brauchst, wird man bei ihnen fündig. Glaub mir, meine Mannschaft ist wie ein abgerichtetes Wolfsrudel. Kämpfen! Gib diese laut. Flussraubzug-Status. Halte während eines Flussraubzugs G gedrückt, um Nützliches zum Flussraubzug und deiner Besatzung zu erfahren. Der momentane Grad an Wachsamkeit verrät dir, mit wie viel feindlicher Verstärkung du an Überfallzielen rechnen musst. Der Frachtzähler sagt dir, wie viele ausländische Güter du erbeutet hast und wie voll der Frachtraum dieses Langschiffs ist. Du kannst außerhalb des Gesundheitszustandes eines jeden Besatzungsmitglieds und die Menge an Mahlzeiten, die sie bei sich haben, einsehen. Und ohne Schotten. Steckst du dich? Sie kommen! Hütet euch! Los, ich brauche hier Hilfe. Große Mahlzeitentruhe. Große Mahlzeitentruhen geben dir und allen Jums-Wikinger deiner Flussraubzüge-Besatzung je eine Mahlzeit. Jums-Wikinger werden ihre Mahlzeiten automatisch verbrauchen, wenn ihre Gesundheit angeschlagen ist. Du kannst eines deiner Mahlzeiten darauf verwenden, einen Jums-Wikinger wiederzubeleben, der am Boden ist, allerdings musst du ihn dafür rechtzeitig erreichen. Das scheint alles zu sein. Wir sollten zum Schiff zurückkehren. Sehr gut. Schnell zurück zum Schiff!
Ich habe in Schenken schon härter kämpfen müssen. Bleibt dennoch wachsam. Der Rauch der Feuer wird die Lager flussabwärts warnen. Die Kämpfe werden mit der Zeit immer schwieriger. Wachsamkeit entlang des Flusses. Wenn du einen Ort überfällst, warnt der Rauch der Feuer andere Orte entlang des Flusses, die daraufhin ihre Wachsamkeit erhöhen. Mit steigender Wachsamkeit triffst du an jedem Ort auf mehr feindliche Verstärkung. Du kannst diesen momentanen Grad der Wachsamkeit einsehen, indem du die Schnellaktionsrate G öffnest. Gut, da ist das nächste Lager. Dort! Ein Kriegslager! Da findest du ausländische Güter und wenn du Glück hast, sogar Rüstzeug. Sie werden sich wehren, aber so ist das eben, nicht wahr? In die Schlacht! Ich brauche hier drüben Hilfe. Freunde. Truhe mit ausländischer Fracht. Im Soldatenlager und Klöstern kannst du Truhen mit ausländischer Fracht finden, die Ausrüstung, Waffen oder ausländische Güter enthalten. Mit ausländischen Gütern kannst du in deiner Siedlung die Jungswikingerhalle bauen oder verbessern, das Flussraubschiff verbessern oder bei Wagen fremdländische Gegenstände erwerben. Das sieht wertvoll aus. Ich sollte es mit in die Siedlung nehmen. Wir sind hier fertig. Zurück zum Schiff. Wie sieht das hier aus? Oh, cool. Wir müssen dahin. Finum dir, Griper. Also wir müssen wieder dahin zurück, weil wir haben da was vergessen. Ein Kämpfer, aber du warst nicht mit dabei. Wartest du auf größere Schlachten? Derzeit bin ich eher Schiffsführer. Ach nee, okay. Seltsam, oder? Ein Plünderer, der nicht plündert. Wenn man jahrelang ständig fast entzwei gehackt wird, bleiben genug schmerzende Knochen. Ist das Segel? Aber komm, gehen wir. Nee, noch nicht. Ich muss auch was vergessen. Also, wenn ich was plündere, dann richtig. Das ist vielleicht jetzt nur eine Kleinigkeit, aber ich mach's gerne exakt.
Forum für Oscar Freitin. Segel hoch! Segel! So. Auf geht's. Hier waren wir auch schon fertig. Da ist ja auch noch was. Dann springen. Hallo, kleiner Esel. Ich brauche hier mal Hilfe. Hallo. Hey, hierher. Das war's! Zurück zum Schiff! War's das wirklich? Nein, denn da ist nur was. Was ist denn los? Mehr Segel! Segel! Hier hinten ist noch eins. Zeigen wir es dem Abschaum! Hey, ich schaffe das nicht allein! Keine. Gibt es hier noch was zu machen? Ja, da oben.
dich ausbluten. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Fette Beute. Weg hier. Fette Beute? Ist oben. Das wird teuer. Ah, so teuer nicht. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich wäre bereit, nach Hefnatop zurückzukehren. Sag der Besatzung Bescheid, wenn du soweit bist. Zur Siedlung zurückkehren. Wenn du zur Siedlung zurückkehren willst, begib dich an die Schiffsführerposition auf dem Flussraubschiff. Halte dann G gedrückt und wähle, um deinen Fluss zu verlassen. Ja. Okay, cool. Das dauert dann wirklich viel, viel länger als das, was wir gerade gemacht haben. Okay, das heißt, das dauert wirklich lange. Also wenn wir das gut durchziehen, müssen wir natürlich lange auf Erfolg warten. Also wenn wir viel machen, verlieren wir auch viel. Ich werde das mal ein paar Mal machen, glaube ich, aber ist keine Garantie. Das war erfrischend und so lohnend, wie ich es versprochen hatte, oder? Meinst du, wir haben genügend Vorräte, um etwas damit anzufangen? Was schwebt dir vor? Eine Bleibe, in der wir uns ausstrecken können. Eine Halle. Ich würde ungern Eidis und die anderen stören wollen. Du kennst Eidis? Ich habe von ihr gehört. Ihr Ruf als Kriegerin und Ausbilderin eilt ihr voraus. Ich würde ihr einfach ungern in die Quere kommen. Verstehe. Nun, wir haben Platz für eine Halle. Und mit genügend Vorräten können wir sicher etwas bauen. Okay. Dann machen wir das mal. Und die haben wir natürlich. Willkommen in der Halle der Jomsvikinger. Ist eine Weile her, dass wir einen festen Ort für Zusammenkünfte und Geschichten hatten. Komm hierher, um mehr Jomsvikinger für deine Raubzüge anzuheuern. Mit der Zeit wird sie einige beeindruckende Kämpfer anlocken, wahre Könner. Okay, cool. Nice. Okay, schön. Ach, die können wir noch vergrößern. Okay. Okay, gut.
Welche Quest haben wir jetzt hier? Okay, das sind fortlaufende Quests. Okay, gut. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Und wenn euch das gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. Und dann werdet ihr immer informiert sein, wenn neue Videos kommen. Und ja, dann sage ich mal Tschüss für heute. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dann.